Der Backfisch fragt Pete Smeat: Wie beschreibt ihr Glück? Also gut, oh, jetzt wird es philosophisch. Also Glück gibt es irgendwie in zwei, wahrscheinlich mehreren Bedeutungen, aber so auf der einen hat es für mich so, dass dieses Glück gehabt, ja, also so dieses, keine Ahnung, du, entweder man stolpert und fällt doch nicht hin, weil man sich irgendwie komisch abfangen kann, dann Glück gehabt, dass man nicht hingefallen ist oder sonst was. Aber Glück ist auch so innere, also so Zufriedenheit. Dass man halt glücklich ist. Und das ist tatsächlich momentan so der Fall. Glücklich mit sich selbst zu sein oder mit dem, was man hat oder irgendwie, ne? Da so, das sind so die Sachen, die mir bei Glück gerade einfallen. Wir haben verschiedene Arten von Glück. Immer einmal, oh, da habe ich Glück gehabt oder hey, ich bin glücklich. Aber ich denke mal, es geht darum, wie wir für uns Glück definieren. Und da gibt es natürlich Pfeiler, bei mir sind es glaube ich drei. Einmal Familie, dazu würde ich aber auch meine Freundin zählen und deren Familie. Dann Freunde auf jeden Fall. Und dann sowas wie Sinn, Purpose. Auf Englisch sowas wie, bei mir ist das halt Pizmin und alles, was wir damit aufgebaut haben. Bei anderen kann das der Job sein, aber für andere ist es halt auch manchmal der Job überhaupt nicht relevant beim Glück. Aber für mich ist Pizmin halt viel mehr als einfach nur Glück. Für mich ist das Sinn, Purpose. Ja, das ist etwas, was man aufgebaut hat, wo man sehr viel Lebenszeit reinsteckt, was aber sehr viel Glück zurückgibt. Und es macht mich sehr, sehr glücklich, mich da verwirklichen zu können. Deswegen würde ich diese drei Pfeiler nehmen. Im Sommer ist Glück genau dieses Hintergrundrauschen, weil ich eine Klimaanlage habe und das ist halt echt glücklich. Ansonsten würde ich sagen, es ist Glück, wenn du dir im Großen und Ganzen um deine Sachen nicht so viele Gedanken machen musst, weil alles irgendwie ganz cool läuft. So eine Frage hatten wir vor kurzem, meine ich mal, wie beschreibt ihr Glück? Glück ist, wenn du halt mit dem rein bist, du zufrieden bist mit dem, was so passiert, wie es läuft, wie es ist. Und ansonsten, ja, Glück kann natürlich halt auch ein glücklicher Zustand sein, ja, der halt gerade ausgelöst wird. Wie zum Beispiel, man ist Lewis Hamilton-Fan und hat den Hockenheim Grand Prix gesehen. Da hat man auch kurz ein wenig Glück verspürt. Also Glück ist, wenn man einen Roadtrip durch Amerika machen kann. Das ist auf jeden Fall sehr viel Glück. Wenn man einen Job hat, mit dem man das machen kann. Glück ist sonst auch gesund sein, Familie, Freunde und ein schönes Zuhause.